Und damit willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Episode war es recht spannend, was wir erfahren haben, was der Grund war, dass hier die Erde dem Bach runtergegangen ist. Und jetzt würde ich mal sagen, holen wir uns doch mal das Artefakt. Oh. Und hier ist wieder alles normal. Alles klar. Haben wir hier eigentlich Goodies, die ich übersehen habe? Das sieht nicht so aus. Von hier komme ich nicht rein. Muss ich jetzt wieder den Umweg gehen? Ja, sieht so aus. Aber jetzt ohne Schwerkraft. Warte mal, ging es rauf oder runter? Ich musste rauf, ne? Wie komme ich jetzt hier am blödsten rauf? Treppe vielleicht? Ich muss hier. Ja. Ah, bin ich mal wieder überladen. Weil er jetzt hier wieder so seinen Moment hat. Ja, ich bin nach wie vor überladen, ne? So, und jetzt dann darüber. Das hat funktioniert. Ich glaube, zum Schiff werden wir dann eine kleine Schnellreise machen. Artefakt Psi. Ja, geil. Das ist noch nicht vorbei. Wo denn? Geil. Der ist ein bisschen höher im Level. Alter, der nimmt einfach... Ja, komm. Eine Quantum-Essenz. Kann ich jetzt nicht einfach gehen? Moment mal, es heißt ja, verlasse die NASA. Kann ich jetzt nicht einfach faul sein und sagen, ich trage zu viel. Okay, ich muss erstmal Sachen loswerden. Inventar. Neue Items. Die Batterie werden wir nicht mehr brauchen. Also sagen wir mal, ablegen. Eine ganz normale Pistole. Aber eh kein Schuss. Ist aber 8700 wert. So, jetzt müsste aber passen. Kann ich jetzt schnell reisen? Ich kann nicht schnell reisen. Das war ja irgendwie klar. Ja, geil. So, wie... Ich hab's gerade gesehen. Ja, Sam, lauf mal vor. Ihr seid alle ein bisschen spät dran, ne? Oh. Alter.
nicht dein Tag. Ja, wie geil. Ich brauche eine andere Waffe, glaube ich. So. Bin ich nicht. Fuck. Alla. Leg dich nie mit einem Co. an. Die Kurvau geht weiter. Komm, lad nach. Fuck. Jetzt kannst du was erleben. Alter, die sind einfach zu hoch vom Level. Gut. Versuchen wir es mal vielleicht mit dir. Ah, das wird doch... Na, das... Weil irgendwie vorhersehbar, dass ich da nicht einfach so rauslaufen kann, aber... suboptimal. Das war jetzt kein kleiner Weg da durch die Nase. Wäre eigentlich noch ein geiler Effekt gewesen, wenn das da irgendwie nach unten gerauscht wäre. Oh. Komm, lad nach. Fuck, komm nicht zu mir. Oh, glaube ich nicht. Scheiße, mein Kopf. Ich muss dich leider fertig machen. Gut, nochmal Quantum Essence. Ja, Munition wäre nicht schlecht. Dichtmittel brauche ich nicht. Okay. Waffen durchladen. Da habe ich nichts mehr. Beziehungsweise, warte mal, wir machen jetzt mal ganz kurz Waffenmanagement. Wo war's? Waffenbelebend modifiziert. Du machst 100, ouch. Kein Schuss mehr. Okay. Probieren wir es mal. Alter, die zwippelt einfach gar nicht bei denen. Ja, das macht irgendwie fast gar nichts. Und hat... Ah, da. Fuck. Alter, das zieht mir Schaden ab. Ja, die Waffe bringt's nicht. Na, komm her. Das kann echt was werden, da mal wieder rauszukommen. Weil nachdem ich da so wenig Schaden mache bei denen. Wir
sollte man nicht blöd kommen. Schieß doch mal! Ich glaube, ich sollte mich noch ein bisschen mehr umschauen, wo ich nicht ein paar Gutes hier finde. Die mir helfen. Granaten wären irgendwie voll super. Und da hat es eine Batterie. Was? Okay. Ach so. Das hätte ich sowieso machen müssen. Haben wir hier oben noch was? Ein Haufen Müll, so wie es aussieht. Security Access. Nö, ist auch nichts. Komm, Sam, wir gehen mal nach oben. Wir müssen. Aber nur Müll drin. Ah, es ist der eine andere Weg, den wir da letztens gesehen haben. Was ist noch so eine Batterie? NASA-Wartungsschlüssel haben wir schon. Unterkühlter Magnet. Das brauche ich alles nicht. Das ist alles Ramsch. Ich glaube mal hier lang. Wenigstens gibt es Abkürzungen. Warte mal, die Waffe hier. Mal kurz schauen. 33, 41. Also 30% Schaden bei Aliens. Das sind doch genau genommen Aliens, oder? Wir probieren es mal aus. Waren wir hier schon? Ist das jetzt schon wieder das Museum? Ja, auf jeden Fall komische Geräusche. Oh! Ach du heilige Scheiße! Warte mal, Granaten, haben wir da noch irgendwas? Ferne mir Kontaktgranate. Ist ein bisschen beschissen, wenn man unsichtbar ist, aber trotzdem so eine Beschriftung über sich hat. Oh, Gott sei Dank ist die KI nicht die Schlauste. Ihn. Oh fuck, was ist denn das jetzt? Was ist das? Herrlich, ganz wie früher. Achso, das war Sam. Entschuldigung.
Warum ist sie so hoch, sein Level? Vor allem darf ich mal deine Waffe haben. Komm, schau da oben. Ich glaube, wir nehmen unseren Roboter mal wieder mit. Da geht zwar dann immer im Weg, aber er kann wenigstens besser schießen. Alter, komm her. Okay, gut. Einer weniger. Wo ist der andere? Ist der oben? Hallo, Gegner? Hier. Oben. Ich sehe alles. Hab's gesehen. Ich habe Blut im Auge. Nicht gut. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen rangehen. Sonst wird es hier nichts. Immer noch da hinten. Ah, wo ist er jetzt hin? Ah, und übrigens, das nehme ich mal mit. Müssen wir mal einfach gehen? Das ist eine Option. Okay, das scheint eine Option zu sein. Bin gerade ein bisschen nervös. Sam? Okay, tschüss. Ciao. Oh, Gott sei Dank. Lass uns bitte einfach keine draußen haben. Oh, wir sind hier. Sprich mit dem Gesandten. Wie jetzt? Ist der hier? Oh, ihr seid hier. Sam? Ich probier mal was. Könnt ihr dumm sein? Das hat überraschenderweise geklappt. Es sind jetzt auch zwei. Naja. Komm doch. Verstehst du jetzt, warum du herkommen solltest? Die Artefakte haben das Geheimnis interstellarer Reisen enthüllt. Auf Kosten der Erde. Ein No-Brainer. Warum eine Welt haben, wenn man alle besiedelten Systeme haben kann? Die Grafantriebe waren es nicht wert, die Erde zu opfern und sie zu Hause. Ja, finde ich eigentlich auch. Falls wir es nicht sowieso verloren hätten. Krieg, Krankheiten, Hunger. Die Klassiker. Sam.
Siehst du das nicht? Das Artefakt hat die Menschen zu den Sternen gezwungen. Sie hatten keine Wahl. Wie viele hätten die Erde gewählt? Was gab Victor Eiser das Recht, für sie zu entscheiden? Du erkennst die Heuchelei in den Worten des Gesandten. Der Gesandte will den Leuten ihren freien Willen nicht nehmen, aber stiehlt die Artefakte, um sie für sich zu haben. In den falschen Händen können die Artefakte jeden zum Tyrannen machen. Deswegen geben wir auf sie Acht. Das Einzige, worauf du Acht gibst, bist du selbst. Es wird Zeit, dass jemand anderes als die Stempel Entscheidungen trifft. Finde ich auch. Der Gesandte und ich haben unsere Differenzen, aber du solltest uns keinen gemeinsamen Feind verschaffen. Ausnahmsweise hat er recht. Tu es nicht. Wir können die letzten Teile gemeinsam finden. Ich bin den Gesandten zwar nicht viel besser, aber ich bin bei seiner Seite. Danke. Tja, ich habe es versucht. Wir klären das am üblichen Ort. Der verschüttete Tempel. Wir kommen. Ich stehe zu meinem Wort. Wir sehen uns dort. Okay. Bleibst du kurz? Bestimmt fragen, wie es weitergeht. Wir können nicht sofort zum verschütteten Tempel. In den besiedelten Systemen gibt es noch immer Artefakte, die nicht gesammelt wurden. Du musst sie zusammen mit deinem Kollegen der Constellation finden. In einem bestimmten Tempel gibt es immer ein letztes Artefakt. Ob du nun auf meiner Seite oder der des Hunters stehst, der andere wartet dort. Sei auf alles vorbereitet. Andere Sternenblüter, menschliche Söldner und Verteidigungsanlagen. Aliens unter Bewusstseinskontrolle. Oh, okay, das klingt noch spannend. Ja. Ich treffe dich im Orbit über dem verschütteten Tempel. Wir stellen uns dem gemeinsam. Das will ich sehen. Und warum denn sofort? Wenn sich das letzte Artefakt zeigt, müssen alle anderen gesammelt werden. Achso, ja, okay. Ich bringe meins mit, der Hunter seins. Und du musst für den Rest sorgen. Alle Artefakte, die die Constellation finden kann. Okay, ich will ihn jetzt gar nicht angreifen. Das war's eigentlich. Gut, Level 22. Wo ist unser Schiff eigentlich? Ach, kommst du auch mal vorbei? Karte. RD. Kann ich hier jetzt eigentlich direkt zur Loge? Alpha Centauri. Alpha Centauri, glaube ich, war's. Das Auge. Ne, Moment. Alpha Centauri. Jameson. Und die Loge. Das funktioniert. Zwischendrin sollte ich mal Sachen verchecken. Das kann ich dann in der Stadt mal ganz kurz machen. Aber erstmal Gespräche führen. Das öffentliche Gesicht der United Colonies. Noch unglaublich, dass ich hier ein Zimmer habe. Ich rechne täglich damit, dass sie mir sagen, es war alles nur ein Scherz. Die Moral in der Loge ist merklich gesunken. Ich gehe hin, wo sie mich brauchen. Achso, Galileo bestätigen. Galileo zuweisen. Kennst du also Galileo? Okay. Galileo. Maximalanzahl. Okay. Galileo nicht zugewiesen. Lynn und Hella. Wobei,
Ja, es passt erstmal. Südele. Hey, ich habe mit den anderen geredet. Es wäre schön, wenn wir uns versammeln. Abschied nehmen. Du weißt schon, von Barrett. Danke. Ohne dich wäre es nicht das Gleiche. In ein paar Tagen wird alles bereit sein. Warte auf die Feier 5 UT-Tage. Okay. Also. Sarah? Die Loge als Schlachtfeld. Gespräch? Warte mal, was sagt denn der Marker dazu? Hauptgeheimnis der Erde, schließt die letzte Eindrücke ab. Letzte Eindrücke kehrt zur Loge zurück. Ja, habe ich doch. Warte mal, können wir das eigentlich mit den 5 Tagen eigentlich gerade machen? 50 Stunden UT. Nehmen wir mal ganz kurz 5. Ah. Dies war nicht der erste Verlust, Dirk. So, moin. Matteo hat uns von deiner Pilgerreise erzählt. Du hast sie gefunden. Die Bedeutung von Allheit. Ja. Moment. Wie war das? Mehrere Universen? Du kannst unmöglich das meinen, was ich glaube. Gehen wir einen Schritt zurück. Das ist alles, worauf wir hingearbeitet haben. Und die Folgen sind schwer zu verarbeiten. Könntest du den Teil über mehrere Universen noch einmal für alle erklären? Ja, mir wären ein paar mehr Details ganz recht. Eine Barrett-Version sagte mir, dass die alle der Schaffe die Sterne blüht, dass sie bereisen Universen. Ich bin mal und anderen Monat gestorben. Nun ist Barrett der gesamte ein Sternblut. Glaub mir. Und ja. Deshalb sind die Sternenblüter so hinter den Artefakten her. Sie sind die Schlüssel, um das Unendliche zu erschließen. Ich will gar nicht an die nötigen physiologischen Veränderungen denken, um zwischen den Universen zu reisen. Und was es dem Verstand zufügt? Erleuchtung oder Vergessenheit? Wie beim Hunter. Du hast die Chance, das, was deinem Gott am nächsten kommt, zu erreichen. Und du hinterfragst das? Man nähert sich dem Leben nach dem Tod nicht ohne eine gewisse Beklemmung. Eigentlich ja. Du hast recht. Das ist viel zu verarbeiten. Nehmt euch alle etwas Zeit zum Verarbeiten. Es gibt endlich ein paar Antworten. Finden wir heraus, was wir damit machen sollen. Ich will ja keinen Knick ins große Märchen machen, aber ich habe das Auge repariert. Es ist blau, aber blinzelt noch. Gib Bescheid, wenn du bereit bist, das, was es gesehen hat, weiter zu verfolgen. Okay, ja, machen wir das gerade mal direkt. Mit seinem letzten Blick hat das Auge am äußersten Rand des bekannten Weltraums womöglich die einzigen Teile gefunden, die nicht in den Händen der Sternenblüter sind. Drück das Glück da draußen. Ja, ich glaube, bevor wir das mit den Artefakten machen, wenn wir noch ein bisschen Nebensachen machen und auch mal andere Kräfte holen. Und du... Ich würde alle Vitalwerte auf Zeichen andauernder Trauer... Dies war nicht naja, der erste komm bitte eine Weile mit. Ja, ich danke. Ich begleite sie so lange wie nötig. Danke. Ciao, Sam. Die Loge wird sich wieder wie ein Zuhause anfühlen.
Ah ja, bestimmt. Nach einer gewissen Zeit. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal meinen Ramsch verkaufen. Dann sehen wir uns beim Schiff wieder und dann würde ich sagen, holen wir uns mal eine neue Kraft. Also liebe Leute, bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Ich bin jetzt schon mal auf den Planeten geflogen, auf den ersten, wo wir hin müssen, mit der Kraft. Zwischenzeitlich war ich noch beim Händler und ich wollte dann eigentlich am Forschungslabor noch ein bisschen was machen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir irgendwie auf dem Schiff kein Forschungslabor haben. Das ist ein bisschen dämlich. Kommst du mit? So, ja, es ist irgendwie ziemlich offensichtlich, dass es da drin ist. Ich kann aber nebenbei noch ein bisschen scannen. Da hinten unbekannt. Könnte man es eigentlich auch mal anschauen, da hinten. Minus 40 Grad, das ist ein bisschen... Nee, ich brauche keine Ressourcen. Na, aber dann bestimmt mal wieder ein paar Kollegen vorbeischauen, sobald wir da drin fertig sind. Ich glaube, da sollte man nicht hingehen. So, jetzt mal wieder den Eingang finden hier. Kommst du mit? Also keine Düsen? Okay, anscheinend nicht. Eingang, Eingang. Ah, da ist der Eingang. Ist mir gerade auf Anhieb gefunden. Mal sehen. Hab ich nochmal herausfinden, wer das eigentlich hier alles gebaut hat. Wartende Begleiter. Okay, jetzt die Aktion wieder. Und wo ist der erste? Ah, da oben. Nächste. Oh, gleich da. Okay. Wo? Ach, da oben. Komm, ich krieg dich. Genau auf der anderen. Ah, ob ich dich krieg. Ich komme schneller. Nein, er hat es wieder nicht genommen. Hä, warum nicht? Ist es? Nicht. Komm her. Lol, willst du mich verarschen? Yes. Finally. Was können wir jetzt alles machen? Halt, falsch.
Gravitationsfelder aktiv. Wir haben hier Leben spüren. Antigravitationsfeld. Gravitationssprint. Manipuliere die Schwerkraft, um dich nach vorne zu katapultieren und für kurze Zeit mehr Schaden zu verursachen. Hä? Mal schauen. Ich gehe mal kurz in die Richtung. Ihre Fähigkeit, diese Kraft ohne physischen Schaden zu nutzen, ist erstaunlich. Ja, aber ich glaube, ich nutze dann eher die andere Kraft. Bin ich jetzt kein großer Fan davon. Okay. Schiff. Beziehungsweise, wenn man auf Mission gehen, kann ich, warte mal, direkt woanders hin. Einmal hier bitte. Wo ist das Ganze? Hä? Wo, hä? Ach, hier. Alles klar. Tracking-Station. Warum schauen wir uns mal nicht mal so eine Fracking-Station an? Einfach mal so gucken, ob wir da irgendwelche Goodies haben. Okay. Wieso, Jungs? Ich schwöre, ich weiß nicht. Bist du gut oder böse? Oder bist du neutral? Dies ist ein aktives Industriegebiet. Das Tragen eines Schutzhelms wird empfohlen. Aha. Okay. Da scheint es reinzugehen. Wir machen schon mal das Licht an und machen es gerade wieder aus. Moin. Das ist halt effektiv es einfach mal. Rund um die Uhr Teilchendetonationen, aber es gibt immer was zu tun. Okay. Hey, alles fit? Ja, bis jetzt hey, schon. Lust, ein paar Credits zu verdienen? Die Scanner haben Mineralienvorkommen in einer Höhle in der Nähe entdeckt. Jemand muss den Scan vor Ort verifizieren. Wir brauchen eine Probe, um zu sehen, ob es sich lohnt, eine Crew zu schicken. Du kannst die Probe behalten, die du ausgräbst. Wir wollen sie nur scannen. Ja, danke. Gut. Danke. Weiß ich zu schätzen. Oh, hier die Mineralien auf Öle 0 von 14. Mission aktiv schalten. Wo ist es? Der Wolf? Welche Mission ist das denn jetzt? Mantis, guter Wolf, sprich mit Mutterhaus. Wieso kannst du das nicht direkt aktiv schalten? Wie ist denn diese Mission jetzt? Zurück in die Arbeit. Nee. Interessant, das mit dem Bankraub ist auch noch aktiv. Alles. Mining Arbeitsgang. Da. So, raus hier. Ah, da hinten. Warum jetzt hier diesen Megakomplex? Moment mal, ist das mein Schiff da hinten? Wo ist eigentlich mein Kollege?
Ich habe einfach aktiv keinen Begleiter mehr. Ich glaube, das ist nicht mein Schiff. Irgendwie so Lebewesen sind hier gar keine. Oder so Alien-Viecher. Gefährliche Witterung, Regen. Man hört noch ab und zu mal so ein komisches Geräusch hier. Oh weh, das ist nicht der Marker. Und vielleicht also auch, damit wir mit dem Level mal höher kommen, sollten wir uns vielleicht doch mal einer Fraktion mal anschließen. Dann haben wir es auch mal gemacht. Ich habe so die Vermutung, das ist doch mein Schiff. Nee, ist die Höhle. Ich muss da gerade irgendwie an diesen Rover denken, den es beim Mass Effect gegeben hat. Oder ja, auf die Planeten runter bist und dann kannst du mit dem halt durch die Gegend düsen. Sowas ähnliches hier. Was ist denn hier der Eingang? Ach da. Das hat jetzt aber nicht nach einem Eingang ausgesehen. Okay. Einmal laden? Achso, das war der Ausgang. Oh. Also nicht da lang. Scanner. Warte mal, das war eh, ne? Wie ging der Scanner nochmal? So. Also. Von 13. Ja, also ziemlich überschaubar. Gibt es denn da noch mehr? Ach, da unten. Felshaufen. Wieso sagt mein Bauchgefühl, dass ich hier Stress krieg? Es wird doch nicht einfach nur abbauen sein. Hallo? Das will irgendwie nicht so. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung weiter. Irgendwie wäre es ja witzig, wenn ein Artefakt hier drin wäre. Es ist ein bisschen unheimlich hier drin. Oh ja, warte ein bisschen was. Okay, nice. Was ist das hier? Gestell. Moment. Aufmachen? Hä, warum? Es war jetzt ganz kurz da. Credits! Wir sind nicht die Ersten.
Ah, okay, man muss da E drücken. Was überrascht mich, wenn ich jetzt die letzten Teile habe? Nehmen wir das hier noch. Von 13, 13, 13. Das war jetzt effektiv nur einmal hier sammeln. Okay. Ja, dann werden wir unserem alten Job da mal entlang. Haben wir nachgegangen. Ja, aber ich glaube, wir machen hier mal kurz eine Schnellreise. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir werden vermutlich nur so 1000 Credits oder sowas kriegen. Ja, ja, alles gut. Und auch. Hallo? Gute Arbeit. Diese Daten verschaffen uns einen Vorsprung bei den Bergbauverträgen. Hier, für dich. Du hast es dir verdient. Viel Glück da draußen. 2000. Eigentlich ja kein so schlechter Verdienst für so eine einfache Arbeit. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich werde erstmal für mich mal die anderen Kräfte suchen, beziehungsweise ich werde die Aufnahme laufen lassen und wenn irgendwas Spannendes passiert, dann zeige ich es euch. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn ich die anderen Kräfte geholt habe. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes mit dabei. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Fraktionsmission, damit wir ein bisschen hochkommen mit dem Level und dann weiter mit der Hauptmission. So ungefähr der Plan. Wie gesagt, hat lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.